So, Hinak ist angekommen in Apulien bei Camusino. Ha? Und hier haben wir eine Fahrzeugabholung und die geht, ihr werdet es kaum glauben, nach Deutschland. Es ist ein tolles Spezialfahrzeug. Es geht also in Deutschland nach Bayern, nach Eichstätt. Und wir sehen hier ein Dreiachs-Sattelauflieger mit zwei Kippbrücken. Und somit kann er ganz flexibel zum Beispiel hinten Getreide fahren. Vorne könnte er Marmor oder Fliesen mitnehmen. Ihr seht hier die Trennung. Also dadurch nichts nach hinten kippen, sondern es wird zur Seite gekippt. Hat also auch noch den Vorteil in gewissen, ja, Futtermühlen oder sonstigen Sachen. Kannst du nicht überall mit einer Kippmulde, was wir hier haben. Das ist ein typischer Hinterkipper, auch in Vollaluminium. Und so kann er auch in kleinere Gassen rein. Sehr schön, dieses Fahrzeug hier unter 7 Tonnen. Zwei Kippmulden, Vollaluminium. Chassis, die Brücke Aluminium, absolut flexibel einsetzbar. Viele Probleme mit vielen Frauen. Der Transportunternehmer fährt seit 35 Jahren mit seinem Sohn Italien-Transporte und ist da, spricht sogar gut, hier ist einmal der Senior von Camusino, spricht ganz gut Italienisch und somit fährt er in Deutschland Getreide hin und her und natürlich auch Italien und nimmt aus Italien auch Palettenware, Marmor mit zurück. Sehr schönes Fahrzeug. Und wir gehen jetzt weiter zur Werksbesichtigung. Hier ist nochmal ein, ja, typisch italienischer Körntenzeiter Pritschenaufbau mit erhöhten Bordwandklappen. Auch mit einem Vollaluminium-Chassis. Bis gleich.